Crypto, du wirst die Aktivitäten der Menschenwissenschaftler untersuchen. Ich will herausfinden, was sie mit Majestic zu tun haben. Diese besondere Würzmischung war weitaus wirksamer, als ich es mir in meinen wildesten Träumen ausgemalt habe. Diese Menschen sind jetzt gefährlich paranoid und immens feindselig gegen jeden, der von der Norm abweicht. Und als Bonus-Nebeneffekt haben sich 87% von ihnen als Republikaner für die Wahl registriert. Crypto, ein Fahrzeug für gefrorene Leckereien ist auf dem Weg hierher. Aber laut meiner Analyse befinden sich warmblütige Menschen an Bord. Nein, nein, nicht schießen. Dies ist höchst verdächtig. Warte ab und scanne die erste Person, die rauskommt. Ich weiß, ich sollte nichts aus diesem Diner essen, wenn ich mich nicht in eine geistlose, paranoide Drohne verwandeln will. Aber dieser Rhabarberkuchen ruft regelrecht nach mir. Heinrich, mein Lieber, Heinrich! Mehr harmlos aussehende Fahrzeuge voll mit Wissenschaftlern statt mit Eiscreme. Scannen die Wissenschaftler, sobald sie aussteigen. Leben die nicht in ihren Laboren? Seit ich ein kleiner Junge in Stuttgart war, habe ich davon geträumt, die Nahrungsmittelversorgung einer ganzen Landesbevölkerung zu vergiften. Und jetzt ist es mein Job. Gott, ich liebe dieses Amerika. Die psychoaktiven Verbindungen in diesem Scheiß haben unsere Versuchskaninchen in eine Bande aus paranoiden Drogensüchtigen verwandelt. Die Wissenschaftler sind ganz offensichtlich für die Ausführung von Majestics Plänen zur Bevölkerungskontrolle verantwortlich. Eigentlich würde ich dich die Wissenschaftler vernichten lassen, aber wir haben ein größeres Problem. Majestic nutzt die Nahrungsverkaufsstellen, um ihre Drogen zur Bevölkerungskontrolle zu verbreiten. Und es scheint zu funktionieren. Wenn alle Menschen in diesem Land paranoid und feindselig werden, macht uns das Leben unnötig schwer. Vielleicht willst du dafür lieber dein Raumschiff nutzen. Energie entziehst. Du hast das Recht zu schweigen. Sie haben jetzt auch das Diner übernommen. Wir müssen ein Kordon ziehen und sie hier aufhalten. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich warte nicht darauf, entführt zu werden. Mach dir nicht ins Höschen, Puppe. Ich habe eine Nachricht per Funk reinbekommen. Eine Army-Truppe steht direkt vor der Stadt. Mit Panzern. Gott sei Dank. Dank Majestic. Silhouette hat die Army dazu gebracht, das Richtige zu tun. Besorg dir Wagen und schnapp sie dir. Wer könnte mich aufhalten? Wenn die Wissenschaftler mit der Formel entkommen können, ist unsere ganze Mission in Gefahr. Zerstöre die Fahrzeuge, bevor sie die Halbinsel verlassen können. Kommunisten! Setze deinen Repulsotron ein, Crypto. Zerstöre die Raketen noch im Anflug. Crypto, lass diese fahrende Kühlkammer nicht entwischen. Vernichte sie, sonst vernichten die Wissenschaftler unsere Vernichtungspläne. Mehr Fahrzeuge für gefrorene Süßigkeiten! Lass ihn Arkrudels Namen ja nicht entkommen! Eins steht fest.
Majestic ist für unsere Mission eine viel größere Gefahr, als ich bisher angenommen hatte. Ich würde sagen, es ist höchste Zeit, dass wir uns einen dieser Männer in sehr, sehr dunklem Braun schnappen und ihn gründlich untersuchen. Was meinst du, ein bisschen Spaß haben? Du bist am Ende! Heilige Scheiße! Hier darf es nicht so aussehen wie bei Hempels unterm Sofa. Wenn ich jetzt nur wüsste... Ich habe die Folgenfunktion für Hypnoblast aktiviert. Jetzt kannst du diese Menschen ganz einfach in willenlose Schergen verwandeln. Sie werden dir bei jeder Bewegung folgen. Bill of Rights. Wer braucht das schon? Ich heiße Bill und ich habe einen gewissen Reiz. Ich bin das Gesetz! Schniekes neues Auto. Check. Frau macht Hackbraten und wirft Valium ein. Check. Eintöniger Job als Verwaltungsangestellter. Check. Unbezwingbare, brodelnde innere Wut direkt unter einem dünnen Anstrich von Normalität. Check. Zur Hölle mit dir, Klaatu! Glaubst du, ich hab Angst vor einem Alien-Zwerghamster? Das solltest du aber. So, wir können das auf die leichte oder harte Tour machen. Wie du willst. Was weißt du über ein abgestürztes Furon-Aufklärungsschiff? Ein was? Okay, ich versuch's mal mit Idiotensprache. Eine fliegende Untertasse? Irgendwo abgestürzt oder gekapert? Keine Ahnung, wovon du redest. Natürlich nicht. Was weißt du denn über Majestic? Ich weiß, wir verpassen euch einen Arschtritt, der eure grünen Hintern zum Mars katapultiert. Ich bin nicht! Diese Waffen, wo werden sie hergestellt? Wie viele Agents hat Majestic denn? In wie vielen Städten seid ihr stationiert? Du verdammter... Bloß nicht wütend werden, nur sadistisch. Ich glaube, wir brauchen wohl die XXL-Sonde. Ah, 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 ah.
Affen, Junge. Du willst, dass es aufhört? Dann rück mit den Informationen raus. Gedankenkontrollexperiment. Rockwell, Kino, Furon DNS, Area 42. Bereite dich auf die Rückkehr zum Mutterschiff vor. Wir werden ein allerletztes Mal nach Rockwell zurückkehren. Sekunde noch. Halt still, Affenjunge. Lass mich nur kurz. Komm nur näher. Waffen, Fähigkeiten, Raumschiffe, Upgrades are us.